Freunde, ihr seht, ich sitze wieder in meinem Garten, heute sommerlich. Warum? Es ist volle Kanne Frühling geworden, Leute. Und ja, was soll man bei so einem Wetter sonst machen, als auf der Terrasse sitzen, die ich jetzt nach vielen Monaten Winterschlaf wieder hergerichtet habe. Der Grill ist poliert, auch da werden zukünftig coole Videos kommen. Ich habe ein paar coole Sachen vor. Mal sehen, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Was trinke ich denn zum Beispiel hier gerade? Heute ist es ein bisschen unspektakulär. Ein schönes Sprudelwasser. Und dazu, dass es nicht ganz langweilig ist, gibt es einen schönen Rum. Und zwar den Kraken. Wenn viele jetzt wieder sagen, ja, das ist billig Quatsch. Ja, stimmt, der ist nicht teuer, aber mein Gott, er schmeckt mir. Es gibt teurere Rums, die mir noch besser schmecken, klar. Aber ich mag ihn. Die Preis-Leistung stimmt. Worum soll es heute gehen? Es geht um eine Pfeife. Und zwar habe ich bin ja ursprünglich Münchner und fahre regelmäßig mal wieder nach München rein, um Familie und Freunde zu besuchen, die nicht in Mittelfranken wohnen. Und ein Besuch in München geht bei mir nicht ohne einen Besuch beim Pfeifenhuber. Ja, das ist eine vollkommen klare Sache für mich. Wenn ich in München bin, muss ich zum Huber. Und ich komme immer nicht umhin, auf deren Homepage nach ihren Angeboten zu gucken. Die haben nämlich sehr geile Deals. Und ich kriege kein Geld, um das jetzt hier zu sagen, sondern ich will euch nur eine Geschichte darüber erzählen. Ich bin also in München. Das war jetzt der vergangene Freitag, der 5.4.24, weil ich eben am Tag drauf, am Samstag, auf den Geburtstag von einem sehr guten Freund von mir gehen wollte, der mir wichtig ist. Deswegen war das so der Plan. Ich schaue, so wie so oft, in die Angebotsspalte vom Pfeifenhuber und habe dort eine Pfeife entdeckt. Die fand ich ganz spannend. Und zwar sprechen wir von einer wunderschönen Ascolti Amore. Special Edition 2023. Ihr seht schon, dieses schon fast petrolfarbene Mundstück. Wunderschön. Schöne Maserung. Hier wird es ein bisschen heller. Wunderschöne Pfeife. Eine Ascolti. Hatte ich noch gar keine. Deswegen war ich sowieso schon neugierig. Ihr seht schon, Ascolti Italia ist auch hier eingeprägt. Amore 2023 ist hier drüben eingeprägt. Und ihr seht schon, die Pfeife ist relativ klein. Das dachte ich gar nicht, wie ich sie gesehen habe im Internet. Sie ist relativ klein vom Kopf her. Füllvolumen ist trotzdem, würde ich sagen, mittel. Und was gibt es jetzt zu dieser Pfeife für eine Geschichte? Ich habe nämlich gesehen, sie haben diese Pfeife nur noch einmal. Und da dachte ich, okay, ruf vielleicht mal an oder schreib eine E-Mail. Vielleicht können sie dir diese Pfeife bis morgen, sprich bis zum Samstag, reservieren. Dass die nicht doch noch weggeht. Ich schreibe die E-Mail hin, kommt eine E-Mail von einer Dame vom Pfeifenhuber zurück. Hey, wir sind derzeit räumlich getrennt. Diese Pfeife
ist gerade nicht im Laden vor Ort, sondern in dem Lager von uns. Und da kommen wir heute nicht mehr hin. Sprich, ich könnte Ihnen die Pfeife Montag zur Verfügung stellen im Laden. Hab dann gesagt, ich bin leider nur bis Sonntag in München. Ich kann sie leider Montag nicht abholen. Und aber ich würde sie gerne kaufen. Sie gefällt mir so gut. Und dann kommt eine E-Mail zurück, wo sie zu mir geschrieben hat, hey, okay, kein Problem, ich fahre später noch rum, hol die Pfeife und leg sie im Laden für sie bereit. Und da dachte ich mir, wow. Ich dachte mir, okay, krass, sowas gibt's noch. Es gibt noch richtig, richtig guten Service. Hätte sie nicht machen müssen. Sie hätte einfach auf mich scheißen können und sagen, ja, dann geht's halt nicht. Dann verpiss dich halt wieder. Hat sie aber nicht. Ich fand das irgendwie so toll. Und das spricht wieder mal für die Qualität vom Pfeifen Huber. Nicht nur was die Pfeifen und die Tabake betrifft, sondern auch den Service. Dieser Laden hat seinen Ruf, wie ich finde, vollkommen zu Recht. Ich bin da noch niemals rausgegangen und war irgendwie enttäuscht, weil die Mitarbeiter blöd waren oder ich nicht das gekriegt habe, was ich wollte. Ich bin da noch nie rausgegangen mit einem schlechten Gefühl. Ich also hingefahren am Samstag, Pfeife, hallo, ich bin der und der, sie haben die und die Pfeife für mich hier hinterlegt. Und da war sie. Und ich war wie ein Honigkuchenpferd, so glücklich und so zufrieden. Und nach all dem, was ich die vergangenen Jahre servicemäßig erlebt habe, also wirklich so grauenhaft, ich schweife ein bisschen jetzt mal aus, ja, für denjenigen, den es überhaupt nicht interessiert, skippt die nächsten 2 Minuten. Ich will mit meiner Frau ein Handy kaufen, weil hier war kaputt oder zu langsam oder irgendwas war da. Sie wollte mal wieder ein neues Handy haben. Ich bin im Saturn in München. Stachus, Saturn. Ja, ich sagte es auch so, wo das war. Und dann schauen wir uns die Handys an und wir beide geben nichts auf Performance und Apple, irgendwie hier 1000 Euro oder so weiter. Irgendein Ding für 120 Euro oder was. Irgendwas Günstiges, weil sie damit WhatsAppt und surft und ansonsten eigentlich nichts macht. Und insofern reicht es vollkommen aus. Wir suchen uns was Preiswertes aus, gehen zu so einem Hansel hin, überhaupt schon mal Personal zu finden. Ist da drin schon ein Kunstwerk. Und dann gehen wir da hin, hockt er so am PC, tippt irgendwie rum. Ich übertreibe jetzt nicht. Ja. So hockt er da. Ja, hallo, wir hätten gerne das und das Handy. Okay. Ja, das haben wir leider nicht mehr da. Und setzt sich wieder so hin. Ich stehe mit meiner Frau, stehe noch vor ihm. Und denke mir halt so, hallo, können Sie uns vielleicht irgendwas Vergleichbares anbieten in diesem Preissegment? Ja, ich kann Ihnen den Aussteller dort geben. Möchten Sie den haben? Da sage ich, für wie viel weniger dann? Ja, 10% kann ich machen. Da habe ich gesagt, nee. Und was ist passiert? Ich bin nach Hause und habe daheim auf dem Klo irgendein Handy bestellt auf Amazon und es war 2 Tage später da
und sie hatte ihr Top-Handy. Aber da wundern sich wirklich die Einzelhändler, wenn die Leute keinen Bock mehr haben zu kommen. Es war echt Wahnsinn. Und dann dieser Kontrast. Ich erzähle es nur deswegen, weil mich berührt es so. Wenn jemand wirklich noch sagt, hey, da ist ein Kunde, der will was, ja, ich gebe mir jetzt Mühe, dass das funktioniert. Ich mache das dem Kunden jetzt möglich. Ich biete ihm Service. Und das fand ich so toll. Aber Gott, ich quatsch schon wieder. Auf jeden Fall dickes Lob an den Pfeifenhuber. Und ich habe das auch in meiner Dank-E-Mail geschrieben. Hören Sie, das ist der Grund, warum ich Pfeifen und Tabake nur beim Huber kaufe. Nur beim Huber. Der hat nämlich alles und der Service ist Wahnsinn. Ich kaufe nicht bei irgendeinem anderen Laden. Ich kaufe meine Tabake und meine Pfeifen, weil der kann dir dann auch jeden Scheiß besorgen. Ja? Ich kaufe nur noch beim Pfeifenhuber meine Sachen. Genau wegen sowas. Gut, diese Geschichte wollte ich euch nur erzählen, weil sie mir so gefallen hat. Eine hätte ich noch, was das betrifft. Ich hoffe, ich komme nicht zu sehr ins Schwafeln. Wie gesagt, wen jetzt nur das interessiert hat, nur der Videotitel, dann kann derjenige jetzt auch abschalten, den Daumen hoch nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen. Ich erzähle jetzt trotzdem mal weiter. Ihr könnt ja, wie gesagt, abschalten. Das hatte lustigerweise auch mit dem Pfeiferauchen zu tun, und zwar mein erstes Sippo. Ich war ja nie Raucher, aber fand schon immer Sippos cool. Und dann dachte ich, okay, ich rauche jetzt Pfeife, jetzt kann ich mir mal ein cooles Sippo holen, weil ich habe gesehen, es gibt Pfeifen-Sippos. Und da war ich natürlich sofort hyped und habe mir gedacht, okay, jetzt holst du dir ein cooles Pfeifen-Sippo. Oder nein, das war noch nicht mal mein Plan. Und dann gehe ich mit meiner Frau durch ein Einkaufszentrum in Ansbach, das Brückencenter. Und da ist ein kleiner, ihr kennt ja diese Schlüsseldienst-Schuhreparaturläden. Und die haben ja auch immer so Schlüsselanhängergravur und so weiter. Und da war so ein Ständer mit Zippos, so ein drehender Ständer, der sich gedreht hat mit Motor. Und ich schaue mir so die Zippos durch, meine Frau lässt einen Schlüssel nachmachen. Und ich stehe, wie gesagt, da und schaue mir die Zippos an. Und dann sehe ich halt ein Zippo, was ich irgendwie cool fand. Es war einfach nur schwarz-matt. Ihr kennt das auch. Ich habe das in vielen Videos schon vorgestellt. Und wenn man reinfräst, dann kommt drunter so ein Bronzeton zum Vorschein. Oder, ja Bronze. Bronze, sage ich. Ach Gott. Messing. Zum Vorschein, und ich habe mir da richtig schön Camping Cowboys reingraviert. Aber ihr hört jetzt, wie es dazu kam. Ich sehe dieses Zippo und denke mir, ja, da drüben ist noch ein Pfeifen-Zippo. Aber das war so ein normales silbernes mit so einer schwarzen Pfeife drauf. Dachte ich mir, ja, okay, das ist halt ein Pfeifen-Zippo, aber es gefällt mir nicht. Und dann kommt der Verkäufer zu mir. Hey, ich habe gerade deine Frau bedient. Und was kann ich für dich tun? Da sage ich, ja, nix, ich guck nur. Ja, für was interessierst du dich denn? Da sage ich, ja, Zippo. Ich rauche Pfeife und bräuchte ein Pfeifen-Zippo. Ja, habe ich doch da. Da ist eins. Da sage ich, ja, aber das taugt mir nicht so, vom Look her. Und dann sagt er zu mir, ja, okay, welche Schale würde dir denn gefallen? Weil man kann das ja da reinstecken, den Zippo-Innenleben sozusagen. Da sage ich, ja, das Schwarze da ist ganz cool. Dann sagt er, ja, ja, das mache ich dir doch. Steckt's rein. Boom. Willst du noch eine Gravur drauf haben? Mache ich dir. Für die Hälfte. Noch eine Gravur drauf. Das sag ich, hey, geil. Ja, schreiben Sie Camping Cowboys drauf, bitte. Ja, okay. Welche Schrift willst du? Dann dachte ich, Alter, was geht jetzt ab? Und dann habe ich gesagt, ja, irgendwas Verschnörkeltes finde ich halt immer cool. Hatte er nicht. Dann hat er sich noch die Zeit genommen, das runterzuladen.
Und zu dem Zeitpunkt war ich schon viel zu tief drin, als dass ich den Kauf noch irgendwie hätte abwenden können. Hab das Ding dann gekauft. Und es macht mir bis heute Freude. Der hat es geschafft, nur aufgrund von gutem Service. Er wollte mir das jetzt verkaufen. Er wollte, dass ich Spaß habe. Natürlich auch Geld machen, klar. Aber hey, wenn der auf mich eingeht und wenn ich mich nicht übers Ohr gehauen fühle, ja, sondern nur gut, ja, dann soll der doch sein scheiß Geld haben. Und das fand ich so cool, dass er gesagt hat, ey, der will was kaufen, dem besorge ich es jetzt so richtig geil, der kriegt jetzt genau das, was er cool findet, dass er es mir auch abkauft. Nicht in Blödsinn reinquatschen, dass ich irgendwas kaufe, nur dass der Typ Geld macht, sondern einfach nur auf gutem Service basierend einen Kauf abwickeln. Und das fand ich so cool. Ach, nur ein paar Anekdoten, was den Service Wüste Deutschland betrifft. Aber es gibt noch ein paar Juwelen. Da wird der Service noch groß geschrieben, Freunde. Das hat mich sehr berührt, fand ich super cool. Das war's schon. Das nächste Video wird nochmal eine ganz, ganz kleine Vorstellung dieser Ascorti Amore sein. Und dann werdet ihr auch gleich einen Tabak vom Huber vorgestellt kriegen. Was ist das wohl? Bleibt dran fürs nächste Mal, dann werdet ihr es sehen.